So, da sind wir auch wieder mal zur zweiten Folge. Ich bin der Tobi und ich heiße euch herzlich willkommen hier zu Irak als demokratische Opposition. Und wir wollen einfach mal weiter starten. Ich habe nur vergessen gehabt, in der Aufnahmepause hier kurz auf Pause zu drücken. Ist natürlich blöd. In der Zwischenzeit ist aber nicht viel passiert. Macht ja auch nichts, wenn die Zeit ein bisschen weitergeht. Wir müssen eh Zeit überbrücken. Derweil kann ich jetzt hier mal kurz schon mal aufmachen. Gibt es hier schon was? Wer war das? Nee, da hat nichts gepostet. Schade. Nee, weil ich habe jetzt gerade auf Instagram und in Discord, jetzt wisst ihr auch, wenn ich es aufgenommen habe, gefragt, nach Fragen, wo ich drauf eingehen soll. Genau, und GTA meinte zum Beispiel gerade, laut Fox ist Sklave in Deutschland das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps. Das stimmt auch. Wir haben gerade echt massive Probleme mit den Intensivbetten in Deutschland. Okay, wir sind da dafür, das ist schade. Weil die Bevölkerung der Erde gegen ist, können wir da irgendjemand animieren? Eigentlich nicht wirklich, wenn ich das hier so sehe. Da gibt es ja kaum Vereine, Gewerkschaften und so weiter und so fort. In der Türkei meint der GTA. Unsere Intensivbetten sind so gut wie voll belegt. Da geht nicht mehr viel. Und deswegen gibt es auch gerade die ganzen Beschränkungen in Deutschland und weltweit. Weil was bringt es, entsprechend die Krankenhäuser zu überfüllen, wenn dann im Grunde nichts mehr geht. So, Bagdader Abend sagt Dienstag, Geschäfte im Land dürfen öffnen, sofern das Gesundheitsprotokoll eingehalten wird. Zeit lassen wir mal weiterlaufen. Schützen Sie sich hier, liebt man Latex. Diese Händlerin macht sich lieber mit Slogans über das Gesundheitsprotokoll lustig. Auch wenn man die Anzahl der Kunden im Laden begrenzen oder die Desinfektion. Moment, das müssen wir kurz reinschauen. Okay, können wir nichts machen. Hochschauen muss ihr Team und sie sind bereit, sich anzupassen. Sie macht sich auch keine allzu großen Gedanken um den Kundenschwund. Am wichtigsten ist, dass die Maschine wieder angeworfen werden kann. Alles ist besser als deine Schließung. Der ÖPNV wird wieder eröffnet. Und es gibt keine stichhaltigen Regeln dafür. Die war ein Steuer, ging durch, ja, das war ja überall gewünscht so, die 1000 Todesopfer sind erreicht in der Türkei. Radius von einem Kilometer Reisen verboten, ist ja in Deutschland zum Beispiel auch immer noch erlaubt. Jetzt muss ich gerade mal kurz hier hinklicken, damit ich vielleicht wieder schärfer werde. So, jetzt haben wir es wieder, aber anscheinend ja nicht. Aber komisch, dass deutschlandweit im Grunde zu den Covid-19-Demos anreisen dürfen. Aber wir haben ja einen Lockdown, da darf man ja gar nichts mehr. So ein Bullshit. Sorry, aber da kriege ich einen Hals. Kamera, hast du mich wieder? Danke sehr. So, jetzt schauen wir nochmal auf Instagram rein. Gab schon was? Das ist jetzt gerade die Frage. Ne, noch nicht, aber das kommt schon noch. So, 9. Mai, Woche vor, Einkommensoberklasse. Oh, die Reichen sollen mehr besteuert werden. Wir stimmen dagegen. Die Bevölkerung ist aber dafür. Da kann man nicht viel machen. Ah, es ist ärgerlich. Es wird nicht durchgehen, das wird dann natürlich auch wieder ein bisschen Prozentpunkte kosten, aber alles in allem halt auch ein bisschen schwierig. So. Forschung Militär wird gekürzt. Wir haben wieder eine Zeitung. Endspiel des Basketball wird verschoben. So, Jordanien, Lockdown ab sofort für die Bevölkerung in Jordanien, empfohlen sein des Vertrauens seitens der Behörden. Schulen sind geschlossen.
Ging nicht durch. Hat uns aber auch ein bisschen Beliebtheit gekostet. Hier alles uninteressant. Die neue Zeitung ist schon da, wieder eine Woche vor. 100 Personen noch verboten. Was? Das war vorher zu sehen, noch ein Selbstmord angekündigt, das Opfer und 23. Okay. Sterbehilfe. Wir haben jetzt gerade keine Legalisierung. Was sagt die Bevölkerung? Da können wir vielleicht, da können wir angreifen. Protestaktion. Wahlempfehlung dagegen, bestätigen. Können wir hier jetzt anfangen und die, ja, den Autosave mitnehmen natürlich. Also, schauen wir mal. Testen, 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 testen. Ja, alles schön und gut, aber das bringt mir jetzt nichts, weil ich jetzt gerade gleich kurz das Fenster auf die Seite schieben muss, um zu schauen, welche Parteien da dagegen sind. Was aber auffällig ist, wir können nur in dem kurdischen Teil jetzt gerade Demonstrationen abhalten. Untersuchen, wer war jetzt gegen die PE? Erneuerer? Hier, Protestaktion. Hier sind die Erneuerer. Animieren. So, Wahlempfehlung haben wir zack dagegen. Da sind wir dagegen. Und eure sind dafür, die anderen so. Schade. Aber da müsste doch jetzt noch mehr reinkommen. Seien wir mal. Okay, auch weniger, jetzt machen wir kurz Pause. Hier Aktionen. Auf eine Gesetzgebung, Sterbehilfe, Sitzblockade in Erbil, bitte. Schau mal, ob das was bringt. Übertriebene Reaktion, schade. Okay, das hat uns jetzt relativ wenig gebracht. Staatsbibliothek, wieder in Bagdad. Untersuchung, öffentliche Meinung. Ja, ist okay, denke ich mir. Kann man eh nichts dagegen machen. Einschränkungen, ne, wo ist Gesundheitspolitik? Hier. Erstmal hier in der Presse kritisieren. Wir wollen nämlich jetzt langsam den Lockdown beenden. So, ja, wieder ein Selbstmord. Ein bisschen Varianz wäre schon nicht schlecht. So, genau, da ist unsere Kritik. Todgräben, das ist doch schön. Ständig Kampf der Agenda, ja, das ist äußerst treffende Kritik hinsichtlich der Aktion der Regierung bewährte Politikanalyst. Das ist gut, das hat uns aber kaum Beliebtheit gebracht. Och Mann, das hätte doch besser sein können. Sterbehilfe regeln, ging nicht durch, sehr gut. Das kam bei uns jetzt gut an. So, was sagt jetzt hier? Ja, irrelevant. Sind wir bei, okay. Machen wir mal wieder eine Woche voran. Weil sonst, das zieht sich einfach dermaßen. Mal schauen, vielleicht mal da ein Zeitraffer draus. Homosexuelle. Das dürfte gar nicht gut ankommen. Wir sind in einer muslimischen Region und das ist ganz, ganz schwierig dort. Da können wir jetzt alle Parteien im Grunde dazu animieren. Protestaktion, ja, das läuft. Wahlempfehlung, Stimme gegen, ja. Machen wir kurz Pause, weil jetzt muss ich hier kurz alle dazu animieren. Das wird ihnen jetzt ordentlich Stimmen kosten, hoffe ich. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht zu sehr
in der Presse zu oft auftritt. So, wir haben hier Sitzblockade. Sehr gut. Umweltsteuer. Parlament ist komplett dagegen, das heißt, wir müssen dagegen stimmen. Gut, jetzt kommt ja alles zusammen. Vizepräsident, ja. Zustimmung, das ist sehr schön, ja. Das ist auch schön. Übertriebene Reaktion, ja, das ist okay, das ist auch okay. Okay, die Senioren sind dagegen, das ist auch okay. So, wir haben hier jetzt gerade, wie viel haben wir da jetzt da? Ein paar. Die Demonstration hat nicht. Ja, natürlich wird es jetzt nicht viel haben. So, was haben wir jetzt hier? Irak. Aber das betrifft uns jetzt wieder nichts. Das ist doch nervig. So. Dann gucken wir doch jetzt mal, ob wir daraus jetzt noch Kapital schlagen können. Ich bezweifle es. Sehr gut. Das ging jetzt nicht durch. Jetzt sehen, was es kostet. Ne. Uns hat es auch was gebracht. Wir nähern uns langsam den 50% nach einem halben Jahr Spielzeit. Eieieiei, das zieht sich aber. So, Woche vor. Ja, da kann man eh nichts machen. Kürzt du nur Zeitung Irak. Jetzt ist Reise beschränkt. Jetzt wird's interessant. Weil jetzt müsste eigentlich weniger werden wieder mit der Covid-Zahl. Das könnten wir probieren. Brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Rückhalt. Dass wir mit unserer Region hier oben unabhängig werden. Dann den Irak einnehmen. Der Umweltsteuer, sehr gut. Und dann den Irak befrieden. Das können wir uns auch überlegen, ob wir das nicht machen wollen. Ich schaue jetzt mal nochmal kurz auf Instagram, ob da schon jetzt was kam. Nein. So. Wieder die Zeitung begutachten, geben wir eine Woche vor. Marke von 1000 Todesopfern überschritten. Oh, wir haben Aufstand. Pause. Abholzungssteueruntersuchung. Was sagt ihr dazu? Unsere Partei ist dagegen, die Öffentlichkeit dazu. Machen wir hier so. Protestaktion brauchen wir nicht so. Der Ort ist unter unserer Kontrolle. Die Bilder werden trotz der Zensurmaßnahmen des Regimes in den sozialen Netzwerken hoch und runter gespielt. All dies stärkt unsere Sache. Das hört sich sehr gut an. Wir gehen in die Stadt rein. Oh. Ihr geht in die Bank nach oben. Ihr greift mit die hier an. Und ihr greift mit die hier an. Auf geht's. So, ihr baut jetzt hier schnell eine Barrikade, und zwar da. Ihr baut mir hier eine Barrikade, und zwar da. Und ihr baut hier eine Barrikade. Und das jetzt zack, zack. Schnell in die Bank. Habt ihr Molotow-Cocktail? Ja, komm. Ja, komm jetzt. Jetzt aber. Ihr geht auch hier hin. Action.
Okay, jetzt versprühen sie gerade Reizgas. Nochmal ein Molotow, guckt ihr hier drauf. Und ihr geht jetzt bitte hier direkt drauf auf den. Oder auf die, besser gesagt. Sehr gut. Ihr baut jetzt hier eine Barrikade. Ihr baut mir jetzt hier auch eine Barrikade. Und ihr selbstverständlich auch. Sie sind oben, wir haben die Bank eingenommen. Wie viel haben wir jetzt geholt? Todesfall, ja. Mhm, okay, das ist alles gut. Wurde noch keine Summe reingebuttert. Könntet ihr jetzt noch kurz killen? Nein, schade. So, könnt ihr euch jetzt mal kurz hier zurückziehen, bitte? Hier machen wir nochmal eine Barrikade. Und nochmal eine Barrikade. So, ihr geht jetzt hier rein. Macht jetzt mal hier endlich die Barrikade. Sehr gut, ist erledigt. Gut. Und hier waren sie doch gerade. Jetzt Aktion, auf geht's. Und ihr geht auf die los. Ihr geht ins Polizeihauptquartier. Armee kommt zur Hilfe, das heißt, jetzt wird es kritisch langsam. Was haben wir hier? Museum und Rathausplatz und hier regionales Parlament. Alle ins regionale Parlament. Auf geht's. Jetzt wird's interessant. Okay, jetzt müssen wir abhauen. Jetzt haben wir genügend Unruhe gestiftet. Aber das war jetzt ein bisschen too much. Hätte ich hier nochmal Barrikaden errichten müssen. Gut, was sagt unsere Beliebtheit? Das hat uns ein bisschen was gebracht, aber jetzt nicht wirklich was. Das ist doch nicht mal 1% hat uns das gebracht und den hat es auch nicht viel negativ gebracht. Okay, was haben wir jetzt hier? Das ist nur Milizenpunkt, da haben wir nichts drin. So, hier. Ey, ich hab doch gerade hier. Oh, meine Spendenkampagne. Und hier machen wir auch nochmal 200.000. Müssen wir dann nächstes Mal wieder mit unseren entsprechenden Milliardären sprechen, weil jetzt haben wir nur noch 1,5 Millionen gerade und das ist doch ein bisschen wenig für unsere potenziell weiteren Tätigkeiten, die wir noch vorhaben. Der Großteil. Sehr gut, die sind alle wieder befreit. Hier der Rechtsgesinnte ist uns positiv gesinnt, der Linksextreme vermutlich nicht, genau. Dann machen wir doch einfach mal weiter. So, kam jetzt inzwischen irgendeine Frage rein? Nein. Hallo Linksgesinnter. Gerne. Ich finde ihr. Der ist okay. Gerne. Bist ein Kaffee, du bist super. Magst du mich wieder loben? Das ist schön, du bist am reichsten. Ja, eine. Sehr gut, von dem kriegen wir auf jeden Fall wieder Geld und dann können wir doch wieder ein bisschen voranschreiten. 16. Juli, halbes Jahr rum. Müssen wir mal wieder in die Zeitung reinschauen. Aufstände in Erbil, Versammlungen über 100 verboten, Wave-Fan wurden getragen. Ja, schon wieder jemand selbst umgebracht. Also die Varianz ist echt mies. So, Aktionen. Den Staatschef zur Gesundheitspolitik im Fernsehen. Banküberweisung fast eine 3/4 Million, da ist unsere Kritisierung.
Abholzungssteuer ging nicht auf. Wettkampf wird gekürzt. Was uns hat's kostet? Also Umweltpolitik, ja. Nationales Fest wird verhindert. Okay, er hat wenig Gewicht, da muss ich ein bisschen weniger jetzt kritisieren. Sonst hat das alles keine Chance. Was wir jetzt aber auch mal probieren können. Lass mal kurz einen Save anlegen. Das muss ich hier machen. Weil da wäre es sinnvoll, dann doch nochmal einen Zwischensave zu haben. Aber was ich genau vorhab, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Folge, jetzt mit einem kurzen Aufstand. Wir waren in der Bank drin, wir hatten auch das Parlament unter unserer Kontrolle, aber wir hatten halt zu wenig Leute, um jetzt da das Militär auch zu besiegen. Sonst wären die Chancen gar nicht so schlecht gewesen, dort einen kleinen Stützpunkt aufzubauen und von dort aus operieren zu können, auch ohne die Illegalität zu haben. So, machen wir mal Pause. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare eure Meinung zu dem Projekt, ob ihr Bock drauf habt, noch weiter oder nicht. Genau. Das war's von mir. Wir sehen uns. Macht's gut und ciao.